Ja, moin moin, mal wieder zurück. Willkommen auf dem Kanal. Heute mal wieder zum Let's Play mit meiner Frau. Hallo. Und wir spielen heute Ascension, Chroniken des Gottbezwingers. Und zusammen mit der ersten Erweiterung Rückkehr des Gefallenen. Karten sind ineinander vermischt. Wir packen das mal hier weg. So. So, und legen mal sofort los. Und zwar, wie bereits erklärt, aus den 10 Karten Lehrlinge und Milizen, 8 zu 2, ziehen wir jetzt 5 Karten. Das seht ihr Die jetzt hier Hälfte. nicht. Ihr seht, glaube ich, nur das Spielbrett, so wie ich die Kamera eingestellt habe. So, unser Nachziehstapel, das wird unser Ablagestapel. So, hier ist der zentrale Nachziehstapel. Alles wie immer Mystikerin, schwere Infanterie, Kultist. Und dann legen wir mal was in die Auslage. Schon zwei Schicksalskarten, und zwar liest sie bitte auch vor, von links nach Wenn rechts. diese Karte in die zentrale Auslage gelegt wird, darf jeder Spieler eine Karte aus seiner Hand oder seinem Ablagestapel verbannen. Ne, Ja, möchte ich nicht, möchtest ich du? auch nicht, nein. Am Anfang noch nicht. So, Steinkreis. Schicksal. Wenn diese Karte in die zentrale Auslage gelegt wird, erhält jeder Spieler eine Mystikerin, legt diese auf euren Nachziehstapel. Ja, Jo, wunderbar. schick. Dann geht's schon mal. Laune Mystikerin. Ja. Ja, würde ich sagen. Schnick, schnack, schnuff. Ja. Du fängst an. Ja, schauen wir mal, was ich hier Hübsches habe. Ja, wir spielen Standard-Ehre mit 60 für zwei Leute. Die liegt hier in dem Deckel von der Kartenbox drin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was da liegt. Über Kopf lesen ist immer ein bisschen schwierig. Vier Monster. Ich werde mir Wächter des Schicksals kaufen mit den vier Runen. Ziehe eine Karte. Du darfst eine Karte aus deiner Hand oder deinem Ablagestapel verbannen. Okay, als erstes legen wir natürlich wieder nach in der zentralen Auslage. Ich lese sie immer einmal vor. Götze der Verbrennung. Einmal pro Zug darfst du eine Karte ziehen, wenn du drei oder mehr Mechanerkonstrukte kontrollierst, ist auch ein Mechanerkonstrukt für 5. So, dann habe ich noch eine Miliz. Mit einer kann ich nichts anfangen, deswegen kommt die hier drauf. Und ich bin mit meinem Zug schon fertig. Jetzt muss ich sofort nachziehen, da ich nur noch 5 auf der Hand habe am Anfang. Genau, Sind und das meine dann 5? ist der nächste Zug. Ach nee, wir hatten noch Bitte? einmal nachgezogen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Die stimmt, genau, die Mystikerin. Mystikerin ist ja schon Genau. drauf, genau. So, dann bin ich dran. Bei mir wieder schnell. Ich kaufe mir für 3 Runen den Mondhirsch, erhalte 2 Runen und 2 Ehre. Der kommt natürlich sofort auf den Ablagestapel, wie das hier beim Spiel ist. Dann wird einmal die zentrale Auslage ergänzt. Datas Zuflucht für 4 Runen, erleuchtet Konstrukt. Ziehe am Ende deines Zuges 2 zusätzliche Handkarten, wenn du in diesem Zug eine Karte kaufst oder besiegst. Jawohl. So, dann habe ich noch hier 2 Milizen auf der Hand. Und dafür schlage ich einmal den Kultisten und kriege eine Ehre. Und das war mein Zug. Ja, dann bin ich wieder dran. Muss ich einmal schauen. Ja, ich werde einmal eine schwere Infanterie kaufen und für 3 nochmal eine Mystikerin und meine eine Miliz verfällt wieder. Okay, So. jetzt versuche ich gerade auf dem Kopf viel zu lesen. Was steht dabei? Steinkreis? Einmal pro Zug? Einmal pro Zug. Du darfst einen gekauften Helden oben auf deinen Nachziehstapel legen. Ach so, okay, alles klar. Also ein bisschen beschleunigen. Gut, dann muss ich jetzt erstmal gucken, was wir hier Schönes machen. So, dann würde ich sagen, kaufe ich mir erst einmal für 2, 4 die Zuflucht. Und irgendwie kleben da gerade 2 Karten zusammen, glaube ich. Irgendwie, ja, genau. So. Ein bisschen spitzige Finger gehabt, so 4. Da brauche ich mehr Zahlen als nötig. Und für 2 kaufe ich mir noch eine schwere Infanterie.
Und dann ist mein Zug vorbei. Was haben wir noch für Monster? Diebische Viper ist noch dazugekommen. Belohnung, erhalte eine Ehre. Anschließend stehle 2 Ehre von dem Mitspieler mit den meisten Ehren, wenn dieser mehr als du besitzt. Das ist immer sehr hübsch. Und die werde ich auch direkt besiegen. Ich halte. Ach, das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil ich bekomme jetzt eine Ehre. Und du hast auch eine Ehre, deswegen kriege ich gar nicht 2 Ehren von dir, weil du ja auch nur eine hast und mehr hast als ich. Genau. Aber nichtsdestotrotz, egal. Immerhin eine. Für 3 ist das gar nicht mal so schlecht. Okay, hätte ich auch den Kultisten für schlagen können. Dann spiele ich die aus. Ziehe eine Karte. Du darfst eine Karte aus deiner Hand oder deinem Ablagestapel verbannen. Verbannen werde ich sie nicht, aber ich werde noch einen ziehen. Habe ich 3. Ja, für 3 kaufe ich mir dann nochmal eine Mystikerin und bin dann auch schon wieder fertig. Jo, und dann muss wieder nachziehen. Werde ich jetzt erstmal mal das Zuflucht ausspielen. Das ist ein Konstrukt, also bleibt permanent liegen. So, dann spiele ich meinen Mondhirsch. Erhalte 2 Runen oder 2 Ehre. Ist jetzt die Frage, was wir damit anstellen. Da bin ich jetzt. Was haben wir denn da? Was sagt der Batteriemönch nochmal? Zahle eine Rune, eine Ehre, nein, eine Rune weniger für das nächste Konstrukt, das du in diesem Zug kaufst. Ziehe so, eine Karte. Okay. Ja, nee, dann nehme ich für den Mondhirsch nehme ich 2 Ehre. Anstatt 2 Runen. So. Und dann werde ich für 2 Tempelbibliothekar kaufen. Schwere Wort. Oh, und da kommt der Schnappdrache. Der Schnapsdrache. Einmal pro Zug. Erhalte eine Rune. Erhalte eine Ehre für jeweils den ersten Lebensbundhelden, den du in deinem Zug spielst. Jawohl, nice. So, jetzt habe ich noch einen Lehrling. Mit einem kann ich im Moment nichts kaufen, der verfällt, aber die Zuflucht triggert, weil ich habe ein Monster gekauft, beziehungsweise einen Helden gekauft. Mein Gott, weiter. Also entweder eins gekauft oder eins besiegt. So, und dafür kriege ich 2 zusätzliche Karten beim Kartenziehen am Ende des Zuges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darf ich dann ziehen. Ach, das sagt dein Konstrukt. Genau, okay. Das sagt mein Konstrukt, sagt das. Mhm. Und das finde ich gut. Dass du das gut findest, ist mir klar. Und dann sind wir fertig. So, jetzt bin ich dran. Ich werde was ganz Böses machen. Den geliebten Schnappdrachen kaufen für 5. Wir sagen da niedlicherweise immer Schnapsdrache zu. Ein bisschen Alkohol fixiert. So. Mechanakonstrukt. Einmal pro Zug. Wenn du ein anderes Mechanakonstrukt kaufst, darfst du es direkt ins Spiel bringen. Also anstatt es erst hier auf diesen Ablagestapel, wie wir das immer machen müssen, würde das dann direkt hier vorne hingelegt werden. Genau, Kurierraket X99 nennt sich das Ganze. So, leider habe ich jetzt nur noch einen Lehrling und eine Miliz auf Hand. Kann ich absolut nichts mitmachen, deswegen bin ich schon wieder fertig. Ziehe nach. Ich habe nur noch 3, muss dann mischen und dann bist du dran. Jo. Das ist schon voll viel Ehre. Na, 3 Stück ist nicht unbedingt viel. Ja, mehr als ich. Dann fangen wir mal an. Und zwar besiege ich für 4 den Verdammnisbringer. Belohnung erhalte 2 Ehre und erhalte 2 Runen. Dann kriege ich 2 Ehre, dann darf ich mir eine Rune nehmen und meine 3 Einer wieder zurücktun. Wie gesagt, der rote steht für 5 Ehre. So, dann haben wir das schon mal hintereinander. Dann müssen wir hier. Ach, die diebische Viper schon wieder. Ja, das ist natürlich super jetzt. Die hätte ich jetzt auch. Für mich schon. Ach ja, verdammt, das ist gar nicht gut, ja. Jetzt bringt es ja nämlich auch Sinn. Ja, für mich dann eher nicht. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. So, mal gucken, was wir hier noch haben. 1, 2, 3. So, 2 Runen habe ich ja noch gut von dem Verdammnisbringer. Dann gucken wir mal, was wir dafür jetzt alles kaufen können. Einmal pro Zug. Was sagt er nochmal? Einmal pro Zug, du darfst eine Karte ziehen, wenn du 3 oder mehr Mechanerkonstrukte kontrollierst. Achso, das ist ja relativ selten. Was machen wir denn mit den Fingern? Ich glaube, dann werde ich mal ein bisschen aufrüsten.
Dann, was habe ich dann? 3, 5, also 2 hatte ich. Dann mit 3 sind 5, 6, 7 habe ich dann. 7 Runen, dafür kaufe ich mir eine Mystikerin, da sind wir bei 4 und 2 schwere Infanterie. Und das war's. Dieses Zug hatte ich ein Monster besiegt, ne? Da hatte ich den. Nein. Doch klar, den Verdammnisbringer hatte ich besiegt. Dafür hatte ich doch 2 Ehre und 2 Runen erhalten. Warum liegt das da auch nicht in der Lehre? Ach, so ein Blödsinn. Ja, genau, das muss in der Lehre. Das war nur als Memo, weil dann wird er wieder aktiviert und ich darf dann wieder 7 Karten ziehen anstatt 5. Ah, okay. Ja, das stimmt, das macht Sinn. Sinn macht das. Ja, so, dann bin ich wieder drin. Ich spiele meinen Wächter des Schicksals aus. Dafür darf ich eine Karte mehr ziehen. Und ich dürfte sie auch eine dann aus meiner Hand verbannen, aber das möchte ich nicht. Am Anfang kann ich die noch sehr gut gebrauchen, auch die kleinen Karten. Ja, wirklich tolle Sachen liegen ja hier nicht. Ja, dann werde ich das auch. Ich habe 2, 3, 4, 5. Hier eine Karte. Eine Miliz, kann ich nichts mitmachen. Verfällt. Und ich bin schon fertig. Springfix, so, ich spiele Tempelbibliothekar. Ne? Sehr schwierig heute. Eine Karte abwerfen, wenn ich das tue, darf ich eine ziehen. Ich werfe einen Lehrling ab. Bringt mir überhaupt nichts. So, dann spiele ich noch den Mondhirsch. Wähle freundlicherweise 2 Ehre. Und dann werde ich einmal den Kultisten hauen. Das bringt mir eine Ehre. Und dann werde ich mir noch 2 schwere Infanterien kaufen. Und freundlicherweise sagt ja, dass die Datas Zuflucht, wenn du in diesem Zug eine Karte kaufst oder besiegst. Da steht nichts von der zentralen Auslage. Das heißt, besiegt habe ich den Kultisten, gekauft habe ich auch was. Das heißt, ich darf wieder 7 Karten ziehen. Da freut sich jemand. Und dann bin ich auch schon fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tja, also irgendwie haben wir nicht allzu viele schöne Sachen hier liegen, finde ich. Deswegen kaufe ich für meine 4 Runen 2 schwere Infanterien. Ich habe schon wieder eine Miliz, kann ich nichts mit anfangen und bin schon wieder fertig. So. Oh, ich kann heute irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich mir aber nochmal den Karitext hier durchlesen, über Kopflesen immer schwierig. So, erhalte 4 Ehre. Oh. Jeder Mitspieler muss sein teuerstes Konstrukt auf seinen Ablagestapel legen. Tja, du hast auch gar kein Konstrukt. Das ist aber nicht so schön. Was macht die Viper nochmal? Achso, du hast. Das war das mit der Ehre-Tauschgeschichte. Nee, das genau. Ist auch ein bisschen blöd. Dann schlagen wir für 5 besiegen wir das Monster. Erhalten 4 Ehre. Wie gesagt, Konstrukt hast du noch keins, brauchst du nichts. Ja. Dann gibt's 4 Ehre. Tauschen wir einen. Schwupp, genau. Nachziehen. Genau. Ganz wichtig am Anfang. Ja, genau, dann, weil. Ui. Herzog der Verachtung. Belohnung. Erhalte 4 Ehre. Jeder Mitspieler wirft entweder für jedes Konstrukt, das er kontrolliert, eine Karte ab oder legt alle ausliegenden Konstrukte auf seinen Ablagestapel. Pfui. Gar nicht mal so schön. So, dann gucken wir, was wir hier nochmal machen können. Tja, was machen wir denn damit? Tja. Dann würde ich sagen. Dann gibt es mal wieder eine Mystikerin und eine schwere Infanterie. Und der verfällt leider. Da ich wieder eine Karte besiegt habe, darf ich wieder 7 ziehen, dank dem netten Konstrukt. Und dann bist du fertig. Und dann, ne? Bin ich fertig. Ja, dann bin ich dran. Der nette Schnapsdrache kommt. Einmal pro Zug erhalte eine Rune. Das ist jetzt meine Rune, damit ich das nicht vergesse. Okay. 2, 4, 5. Nur noch da. Oh, jetzt habe ich aber hier Mist gebaut. Ja, ich habe eigentlich 6 Runen, brauche aber nur 5, um den Steinkreis zu kaufen. Das werde ich jetzt auch machen.
Ah, die ätzende Witwe. Belohnung. Erhalte 3 Ehre. Jeder Mitspieler muss ein Konstrukt, das er kontrolliert, auf seinen Ablagestapel legen. Abstapel. So, dann habe ich endlich 2 Stärke und hau einmal den Kultisten. Dafür bekomme ich 1 Ehre. Ja, und ich bin fertig. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder nur Mist gezogen hier. Das bringt mir auch nicht so wahnsinnig viel. Da müssen wir mal gucken, was machen wir denn damit. So, dann spielen wir erstmal den Mondhirsch aus und ich wähle 2 Ehre, die ich kriege. So, und was haben wir noch zu bieten? Sechs haben wir im Angebot. Sechs, tja. Dann nehmen wir mal 3 schwere Infanterie. Und für 2 Stärke hauen wir einmal den Kultisten. Und dann ist es das schon wieder gewesen. Nachziehen darf ich wieder 7. Und dann bist du schon wieder dran. So, ich werde jetzt erstmal die diebische Viper bekämpfen und besiegen beziehungsweise und bekomme 2 Ehre von dir. Was? Achso, ja. Oh, ja. Danke sehr. Sie kommt stets weg. Zu Diensten. So, der Hochstapler. Belohnung. Achso, erhalte 1 Ehre und 1 Rune. Okay. Finde ich ein bisschen teuer für 3, ne? Für 3 Stärke. Dann haue ich einmal den Kultisten, bekomme dafür 1 Ehre. Dann bekomme ich pro Zug von dem Schnappdrachen ja immer 1 Rune zusätzlich. Dann habe ich 4. 4 Runen. Tja, kannst du dir den Batteriemönch holen oder die Kurierrakete? Ich nehme die Kurierrakete einfach aus dem Grund, weil die später 4 Punkte zählt. Dann ne, ist das ein bisschen logischer. Ziehe 2 Karten. Ja, dann bist du, ne? Ja. So, da muss ich mal gucken. Und zwar bringt mich das jetzt gerade so ein bisschen in eine Bredouille, weil mein Plan eigentlich schon stand. Aber ich werde trotzdem erstmal 2, 4, 6 Stärke werde ich ihn hier besiegen. Gibt zwar nur 4 Ehre, aber dann wird er meinem Konstrukt nicht gefährlich, falls er gleich von dir besiegt werden würde. Kriege ich erstmal 4 Fehler Ehre. Fehler der Schöpfung. Ja, lies mal vor. Erhalte 4 Ehre. Du darfst eine Karte aus der zentralen Auslage und oder eine Karte aus deinem Ablagestapel verbannen. Okay. Ist auch immer ganz gut, wenn man hier nur Mist liegen hat. Das finde stimmt. Ich immer, ne? Dann kann man das ganz gut loswerden. So, dann spielen wir nochmal für 4, besiegen wir nochmal die ätzende Witwe, damit ich kein Konstrukt auf dem Ablagestapel legen muss. Ich habe nämlich nur 1 und da hänge ich sehr dran. Dafür kriege ich 3 Ehre. Den tue ich 2 weg. Dann habe ich noch 1 Karte auf der Hand. 2. Und für 2 kaufe ich mir noch eine Miliz. Und das sollte der Zug gewesen sein. Nachziehen darf ich wieder 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt genau. So. Dann bin ich, ne? Ja, würde ich so sagen. Wächter des Schicksals spiele ich aus. Dafür darf ich 1 Karte ziehen. 4. Ich habe hier 4 Runen. Aber hierfür bekomme ich ja auch immer 1 Rune für den Schnappdrachen. Dann habe ich also 5. Kaufe dafür dieses. Das große Design. Einmal pro Zug erhalte 2 Runen. Darf nur für den Kauf von Mechanerkonstrukten eingesetzt werden. Ja, dann habe ich noch 1 Miliz. Damit kann ich nichts machen und ich bin fertig. Ups. So. So.
das Spiel war. Tempelbibliothekar, ich kriege das heute nicht mehr hintereinander, das auszusprechen. So, dafür werfen wir einmal einen Lehrling ab, ziehen eine neue Karte. Dafür müssen wir erstmal den Ablagestapel einmal wieder mischen. Und wir ziehen, ui, ja guck, das bringt uns doch schon ein bisschen nach vorne. Ein bisschen. So, und dann haben wir 4 Stärke. Dafür besiegen wir erstmal ein Monster. Und zwar kriege ich 4 Ehre. Da ist ja so wenig. Genau, genau, du hast mir vorhin 2 gestohlen, ich habe ja. So, du darfst eine Karte aus der zentralen Auslage oder eine Karte in deinen Ablagestapel verwandeln. Mein Ablagestapel ist leider gerade leer. Zentrale Auslage möchte ich mal was hier weg. Das ist eh blöd. Soll ich das mal machen? Ja, mach mal. Der gibt aber nachher 6 Ehre-Punkte. Aber das hat er nicht mal satt. Gut, dann verbanne ich ihn. Verbannen also ganz aus dem Spiel. Und es kommt noch einer nach. Gefräßiger Gorf oder Gorb oder wie auch immer. Wenn diese Karte in die zentrale Auslage gelegt wird, werden alle angrenzenden Karten verbannt. In die zentrale Auslage. Auslage. Auslage, dann legen wir das mal weg. So, dann kommt hier. Ui. Okay. Oh, jetzt haben wir aber sehr viel. Viele Monster. Monster. Ja. So, der hat Belohnung 6 und ziehe 2 Karten. Der ist hier 2-mal auf dem Feld. Dann haben wir hier noch ihn hier Belohnung 2. Ja, Belohnung 3 und 3. Alles klar. Gut. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch einkaufen können. Ja, also ich kaufe jetzt mal den ollen Batteriemönch, damit hier was Neues auf den Tisch kommt. Zahle eine Rune weniger für das nächste Konstrukt, was du in diesem Zug kaufst, ziehe eine Karte. Ich finde die Dinger auch nicht so super, aber ich habe auch schon. So, und es kommt die ewige Ascara. Verbanne eine Karte in der zentralen Auslage. Solltest du auf diese Weise ein Monster verbannen, erhältst du 3 Ehre. Das ist nett. So, dann haben wir noch ganze sagenhafte 3 Runen über und für die sagenhaften 3 Runen kaufen wir uns eine Mystikerin und sind dann erstmal fertig. Nachziehen darf ich wieder 7. Ja. Und das war's. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, für meinen Schnappdrachen bekomme ich immer eine Rune zusätzlich. Dann habe ich 1, 3, 4, 5. Kaufe. Die ewige Ascara. Verbanne ein Monster. Achso, ja, erstmal wird nachgelegt. Es kommt ins Spiel Elite der Schwarzen Wache für 5 Runen. Leere Held und 2 erhalte 3 Stärke. Du darfst eine Karte aus deiner Hand oder aus deinem Ablagestapel verbannen. Mhm. Ja, ich muss dann jetzt noch ein Monster verbannen. Ich verbanne dieses hier und bekomme dafür 3 Ehre. Dafür kommt rein Erdbohrer Mark 2. Mechanerkonstrukt, ziehe eine Karte für jeweils das erste Mechanerkonstrukt, einschließlich diesem, das du in diesem Zug spielst. Bitte schön. Viel Spaß damit. Vielen lieben Dank. So, dann. Zurück an Lück. Dann habe ich jetzt noch 3 Stärke. Da besiege ich den gefräßigen Gorb mit. Und bekomme 3 Ehre. Nonsense-Effekt. Und ich darf auch noch eine Karte verbannen. Erstmal kommt einer hinterher. Mhm, genau. Ja, kennt man den nicht? Oh nein. So ja, dann verbanne ich die mit. Gut. Das ist blöd. Dann kommt Runenlykantrop für 3 Runen. Erhalte eine Rune. Wenn du in diesem Zug einen anderen Lebensbundhelden ausgespielt hast, erhalte 2 Stärke. Mhm. So. Ja, ich bin fertig, du bist dran. Schick. So, dann wollen wir einen durchziehen. Ui, schick. Ja. So, dann legen wir los. 2, 4, 6. Besiegen wir ihn. Erhalte 5 Ehre, ziehe 2 Karten. Es kommt rein, der mit dem Land spricht, für 6 Runen Lebensbund hält, erhalte 3 Runen. So, so. So, das hatte ich. Du darfst noch 2 Karten ziehen. 2 Karten ziehen, ich wollte gerade sagen. Irgendwas Tolles war doch noch mit dem Monster. So, dann haben wir jetzt. Ui, Junge.
Sechs Katzenfänge hier. 2, 4, 5. Damit besiege ich ihn. Belohnung erhalte 3 Ehre und 3 Runen. Ich gebe dir mal 2 und nehme dafür eine. Dann kommt ins Spiel Kanone Hedrons für 8 Runen. Mechanerkonstrukt einmal pro Zug, erhalte eine Stärke für jedes Mechanerkonstrukt, was du kontrollierst. Also auch eher für Mechanerkonstrukt-Decks dann interessant. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt noch 3 Runen gut, richtig? Ja, ne? Mhm. 3 Runen habe ich gut. 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 Dann werde ich mir für 3 Runen. Tja. Ich bin gespannt. Ach, was soll der Geist? 3 und 3 hole ich mir für 6 ihn hier. Mhm. Schwuppdiwupp. Und dann habe ich noch eine Miliz, die muss dann leider verfallen. Ja. Okay. Dann ziehe ich 7 nach und bin wieder durch. So, dann bin ich dran. Jetzt muss ich erstmal irgendwie ein bisschen Platz machen. 7. Und zwar bekomme ich dieses Mechanerkonstrukt. Das heißt wie? Immer Götze der Verbrennung. Einmal pro Zug, du darfst eine Karte ziehen, wenn du 3 oder mehr Mechanerkonstrukte kontrollierst. Nö. Ja. Aber ich habe noch Lebensbund-Konstrukt. Einmal pro Zug, du darfst einen gekauften Helden oben auf deinen Nachziehstapel legen. Mhm. Und statt halt, dass er erst hier reinkommt, kommt er direkt hier oben hin. Der Steinkreis vom Anfang. Genau. So, dann habe ich 4 Runen. Also eine Rune hier. 1, 2, 3 sind 4. Ja. Ich kaufe dann einfach diesen hier. Das ist auch ein Lebensbund-Held. Also darf ich den hier oben drauflegen und bekomme dann eine Rune, so, einmal ja. Nachziehen. Muramasa, Gesundheit. Ja, Gesundheit, genau, einmal pro Zug, erhalte 3 Stärke, dafür 7 Runen. Puh, okay, ja. 3 Stärke ist eigentlich ganz schick. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen. Ja, und das ist weg, also bin ich fertig. Da ist sie fertig. So. 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, alles klar, dann legen wir los. Wir fangen erstmal an und spielen den Mondhirschen. Wählen dafür 2 Ehre. Dann spielen wir. Spielen wir, ist zwar ein bisschen verschwendet, aber für 4 Stärke besiege ich einmal den Verpester, erhalte 2 Ehre, du darfst eine Karte aus der zentralen Auslage verbannen. Erstmal gucken, was nachkommt. Es kommt nach Fehler der Schöpfung, haben wir schon gesehen, liegt die nicht sogar noch irgendwo? Nee, nee, aber da Belohnung 4 Ehre halt. Du darfst eine Karte aus der zentralen Auslage und oder eine Karte aus deinem Ablagestapel verbannen. So, ich darf aber von meinem eben noch was verbannen. Da verbanne ich das hier. Verachte, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Moment, diese dürfen die Monster verbannen, oder? Nee, eine Karte aus der zentralen Ablage, okay. So, oh, da kommt der Yggdrasil-Stab rein. Ui, einmal pro Zug, erhalte eine Stärke. Einmal pro Zug, du darfst 4 Runen einsetzen, um 3 Ehre zu erhalten. Ja, und da ich den so gerne mag, kaufe ich mir den auch so. Also ja, habe ich schon verloren. Am Anfang, ja gut, Ende des Spiels ist er nicht ganz so stark. Wer weiß, was ich jetzt kriege, weil auch nicht mehr so viel Ehre da ist. Aber ansonsten ist das auf alle Fälle immer ein Garant dafür, dass man gut Ehre sich immer kaufen kann. Mhm. Wenn man noch Runen auf der Hand hat. So, es kommt dafür rein, der Dimensionstaurer für 3 Runen. Mechaner hält, erhalte 2 Ehre. Du darfst in diesem Zug alle Konstrukte so behandeln, als wären sie Mechanerkonstrukte. Zack. So, dann verfällt leider eine Rune verfällt. Ich darf 7 nachziehen und dann ist mein Zug auch durch. So. So. Okay, ich bekomme für den Runenlykantrop eine Rune. So, der kann zwar noch ganz andere tolle Dinge, aber ich habe einfach keinen Lebensbundhelden, den ich ausspielen kann, deswegen verfällt das dann. Dann
Aber der Schnapsdrache, der triggert, glaube ich, sobald du einen Lebensbund hält, aufspielst, kriegst du eine Ehre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, ja, vielen Dank. So, Bekomme ich eine Ehre. Ehre. Sehr schön. So, zwei hatte So, ich. dann Drei, habe ich vier, eins, fünf, sieben. zwei. Entschuldigung. Eins, zwei Ruhm. Jetzt zwei Vier, Ruhm. fünf. Fünf. Ja, dann nehme ich. Dann nehme ich, dann nehme ich. Dann kaufe ich. Die schwarze Wache. Das kann ich erhalte drei Stärke. Du darfst eine Karte aus deiner Hand oder deinem Ablagestapel verbannen. Okay. Ja, passenderweise kommt hinterher der Schatten der schwarzen Wache für drei Runen. Leere Held, erhalte zwei Stärke. Du darfst eine Karte aus deiner Hand oder deinen Ablagestapel verbannen. So, dann habe ich jetzt noch. Ja, toll. Drei Stärke. Ich hau einmal den Kultisten. Eine Stärke verfällt und dann bin ich fertig. Also heute komme ich echt nicht aus dem Arsch. Nee, sieht heute nicht so gut aus für dich, wenn ich Nee, das so mit der nicht so. Ehre-Verteilung angucke. Nicht so wirklich. So, dann fange ich mal an. Eins, zwei, drei. Sind 6. Dafür besiege ich aber gleich 6 mal 8. 10. Scheiße, ich hätte den oben auf meinen Ablagestapel legen dürfen, wegen meinem Dings, aber es hat sich jetzt erledigt. Achso, kannst du, mach doch. Ja? Da bin ich ja mal heute ganz kulant, weil ich so weit im Vorsprung bin. So, aber nichtsdestotrotz. Angeber. Nichtsdestotrotz. 2, 4, 6, 8, 10. Bin ich nett Stärke. jetzt? Ja. Und zwar besiege ich damit die beiden Monsterse. Und zwar einmal erhalte ich 5 Ehre. Vielleicht sollte ich auch weitersprechen. Jeder Mitspieler, der mehr als ein Konstrukt kontrolliert, muss alle bis auf eines auf seinen Ablagestapel legen. So, dann kommen hier erstmal welche hinterher. Ui, den kenne ich hier aber nicht. Ach, auf meinen Ablagestapel. Ablagestapel, ja. So, das war der eine. Der geht in die Leerung. Das zweite Belohnung 4. Mein Gott. Ja, du darfst mich auch mit Meister ansprechen. Belohnung 4 habe ich gekriegt. Du darfst eine Karte aus der zentralen Auslage und oder eine Karte aus deinem Ablagestapel verbannen. So, was ist denn da gerade Schönes reingekommen? Rätsel mir nicht an, Prozuch. Erhalte 3 Was Ehre. denn? Achso, nee, was da reingekommen ist, wollte ich wissen. Und Na, was sagt er? das lag doch schon die ganze Das Zeit. nicht, die sind gerade Nenne rein. eine Karte, decke die oberste Karte deines Nachziehstapels auf und nimm die Karte auf die Hand. Ach, Ist die es die Geschichte genannte halt. Karte, erhalte drei Ehre. Ja, danke, okay, alles klar. So, und weil der Zug nicht genug Stärke auf dem Feld war, habe ich noch eine Stärke, dafür habe ich ja meine Kultisten. Also damit hätte ich auch das größte Monster platt gekriegt. Schade, dass keins da war. Und eine Rune verfällt. So, 7 darf ich wieder nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich muss mal als Fazit zwischendurch schon mal sagen, Datas Zuflucht ist eine absolut geile Karte. Immer Ja. 7 ziehen anstatt 5, das bringt einen mächtig nach vorne, wie man sieht. Ja, das stimmt. So, da musst du aber einen kleinen Cut machen. Die Speicherkarte war nämlich voll. So, ich hatte gezogen. So, dann bist du dran. Ja, dann bin ich dran, genau. Ich habe jetzt eins, zwei und mit der Rune sind es drei. Ich kaufe dafür diese hier. Ach, den Erdenbohrer. Jo, ziehe dafür neu Wolfsschamane. Erhalte eine Rune, ziehe eine Karte. Der ist nämlich richtig gut. Weil man halt immer. Also den hattest du, glaube ich, auch schon mal, ne? Achso, für drei, ja genau. Immer eine Rune und Karten ziehen, ja. Ja, Kommt ja genau. immer gut. So, dann spiele ich den aus. Erhalte dafür drei Stärke. Drei, fünf, sieben Stärke. Jetzt habe ich hier absolut gar keine Monster zum Besiegen. Also haue ich den Kultisten dreimal. Bekomme drei Ehre. Hier ist nichts mehr drin. Dann machen wir das mal eben anders. Ja, dann müssen wir aus dem Reservebeutel hier noch was holen. Genau. Das heißt, das Spiel neigt sich so langsam dem Zwei. Ende. So, ich bekomme eins, zwei, drei. So, und du hattest auch angefangen, ne? Ja, dann darfst du jetzt noch dein Genau, mein Sturm Spiel auf zu Feld beenden machen. und dann war es das schon. Dann war es ja schon. Yep. Ja, ihr könnt, wenn ihr länger spielen wollt, könnt ihr auch halt mehr Ehre einfach in den Pott tun und dann umso länger spielen. Aber wir haben festgestellt, wenn man mehr Ehre spielt, wenn man so Karten hat wie Yggdrasil-Stab oder jetzt Datas Zuflucht, wie ich das, dann derjenige, der halt die guten Konstrukte hat, die permanent irgendeinen Vorteil bringen, dass derjenige dann auf dem Gewinnerzug aufsteigt und der andere wahrscheinlich da nicht mehr beikommt, weil man halt permanent den Vorteil hat. Ja.
Das ist halt dann wirklich für mehr Spieler, wo dann halt mehr Ehre weggeht in kürzerer Zeit. So, dann bin ich nochmal dran. Den letzten Zug, dann schauen wir, was wir da noch anstellen können. Aber zu besiegen gibt es gar nichts erstmal. Nee. Dann gucken wir mal, was bringt uns denn noch gut an Ehre? Was ein? 4 für 7 finde ich ein bisschen teuer. Ja, nur noch den. Für Ja, zwei. 5 für 2, 3 für 1, ist alles nicht so weltbewegend. Dann, was machen wir denn dann mal? Dann nehmen wir für 2, kaufen wir mal ihn hier. Schwuppdiwupp. Dann, genau, gibt es erstmal eine neue. Der Schnappdrache. Da ist er nochmal. Dann kaufe ich. Der bringt 2 für 5. 3, 5, ach ja, einfach um den. Guten Willens wegen kaufe ich den auch noch. Oh, das passt aber genau. Und die ätzende Witwe. Und die ätzende Witwe. Schade, ich hatte gehofft, das Monster kommt mit 3 Stärke. Ich habe nämlich nur 3. Da haue ich dann aber genau den Kultisten noch einmal. Dann kriege ich noch eine Ehre. Und dann ist das Spiel gelaufen. Dann wollen wir doch mal gucken. So, zur Endabrechnung hatte ich ja erklärt, werden alle Karten aus dem Ablagestapel, aus unserem Nachziehstapel, die auf dem Feld liegen, also auch die Konstrukte, plus natürlich die Ehre, Steine, Diamanten, wie auch immer man sie nennen will, die werden dazu eingerechnet. Dann machen wir einmal einen kurzen Schnitt und dann präsentieren wir euch gleich den Gewinner. Ich glaube, ich habe da schon eine Idee, wer es ist. So, da sind wir wieder. Ja, was hast du? Ich habe 51. Und ich habe 73. Boah, fix. Somit habe ich das Spiel gewonnen. Ja, wie gesagt, das war Ascension. Diesmal halte ich es auch richtig rum in der Kamera. Und zwar mit der ersten Erweiterung. Rückkehr des Gefallenen. Mit dem Basisspiel Chroniken des Gottbezwingers. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wir können euch das Spiel nur empfehlen, würde ich sagen. Oder was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.